Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 22 von Wasteland Remastered. Wir versuchen es nochmal mit finsters, düsterer Zukunftsvision. Spawn Masters. Die haben schon mal gelitten. Und wir absorbieren komplett ihren Damage. Komisch. Die Laser Rifle von Thresher ist halt auch nicht die beste. So, an den Ort kann ich mich erinnern. Das ist im unteren Level das Gefängnis. Nachladen. Oh, da sind zwei Spawn Masters. Okay, die werden direkt mit dem Autofire angegriffen. Da schießt daneben. So, jetzt müssen Thresher, Hellraiser, Angela Death und Snake Vargas nachladen. Okay, noch ein Kill, sehr gut. Warum schießt Thresher die ganze Zeit daneben? Schön, da oben komme ich nicht hin. Wobei, vielleicht. You slipped. Mal gucken, vielleicht habe ich jemanden, der noch besser climben kann. Ich glaube nicht, dass ich da hochkommen kann. Ich glaube, das ist per Definition nicht erreichbar. Doch. Ich habe mich getäuscht. Yes, Laser Carbines, Power Packs, Fusion Cell und boah, geiles Zeug. Geiler Loot. Den kriegt auf jeden Fall Thresher. Der braucht definitiv einen Laser Carbine. Und dann auch Ace.
Eine Pseudo-Chitin-Armor brauche ich eigentlich nicht. Und das Geld brauche ich auch nicht. Wird erstmal Thresher mit dem Laser-Carbine ausgerüstet. Und genauso Ace. Jetzt macht er nämlich auch Schaden, der gute Thresher. Damn. Gucken, kann ich schon aufsteigen? Metal Maniac. Du kriegst IQ. Ist hier oben eigentlich irgendwas? Auf dem Gipfel? Mal wissen, was passiert, wenn ich auf den Gipfel komme. Na, erstmal ein paar Feinde, okay. Oh, die geben ja kaum noch Experience. Ja, ich bin tatsächlich... Wow. Aber hier ist nichts drin. Schade. Och, schade. Ich will wieder runter. Ja, dann müssen wir halt wieder runterklettern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich runterklettern muss. Ich kann mich in keine Richtung bewegen. Spawnmasters. Oh, der hat sogar seinen Climb-Skill verbessert. Okay, hier unten ist nix. Drei Rodento Grossi. Was sind das denn für Viecher? Geben auch kaum noch Experience. Okay, da ist noch mal was. Zwei sogar. Na, erstmal den nach oben. Oh, was gibt's hier? A small closed hatch is in the floor. Okay, mal gucken, kriege ich sie vielleicht mit Strength auf, Metal Maniac. Attribute Strength, zack, closed. Snake Vargas, Skill, Perception. Dann vielleicht Picklock.
That does seem to work. Metal Maniac, komm schon, lass dich nicht so lange bitten. Oh, gleich mal ein Spawnmaster. Wie nice. Burst. Ein Open Hatch is in the floor. Da brauchen wir wahrscheinlich ein Rope. Wer hat noch mal ein Rope? Ich glaube, Ace hat noch ein Rope am Start. Ja. Use Ace Item Rope. Hat's funktioniert? Nee. Nee, funktioniert nicht. Komm ich da irgendwie rein? Oder ist hier Schluss? See nothing special. Ich glaube, da kommt man nicht runter. Versuchen wir es nochmal von hier aus. Ace. Item. Rope. Nee. Ja. Ich glaube, dann komme ich da nicht weiter runter. Noch so ein Ding. Use Metal Maniac Attribute Strength. Zack. Jetzt. Lass dich nicht so lange bitten. Hat doch gerade eben auch funktioniert. Werden wir es da auch mit Sicherheit nicht runterschaffen. So, zwei, nein, Use 212. Use 212. Ist da auf dem Gipfel noch was? Thank you.
Na, das auch nochmal so ein Wolfsbau. Er macht halt mal wieder rum, der Blöde. Ah, dieses Mal sind es Wölfe. Hellraiser has no more clips. Scheiße. Hast du eine andere Waffe? Nö. Shit. Jetzt könnte ich die Proton-Axe gebrauchen. Mal bei Ace muss auch nachladen. Thrasher, gib mal ein paar Power Packs an Hellraiser. Aber genauso die anderen. So, jetzt hat er hoffentlich wieder ein paar. So. Ah, okay, hier kommt man nicht durch. Ja, okay, dann muss man wahrscheinlich unten ganz unten rechts da hochklettern, okay. Versuchen wir mal jetzt ein bisschen Munition zu sparen. Oh Mann, komm schon. Habe ich jemanden, der noch besser climben kann als Hellraiser? Gucken wir mal. Sie kann überhaupt nicht.
Er kann nur Level 1. Er kann Level 2. Er kann Level 1. Und er kann Level 4. Oh Mann, also machen wir mal ein neues Makro. So, Use 7, Skill, Climb, rechts. So. Ach Gott. Ich konnte einfach nach rechts gehen. Ich musste überhaupt nicht klettern. Ah. Alles klar. Ground Level. Das war das. Ich glaube, ich hoffe mal, dass ich nicht allzu viel Munition hier jetzt verbraucht habe. Aber ich habe jedenfalls jede Menge Erfahrungspunkte gesammelt. Die kann ich jetzt auch mal hier noch verteilen. Angela Death, du könntest ein bisschen Speed und Dexterity. Strength braucht sie eigentlich nicht. Es gibt andere Charaktere, die Strength haben. Ich gebe ihr Agility und Speed. So, was gucken wir mal, was wir hier verkaufen können. Wir können doch bestimmt noch, ja, die Laser Rifles können wir verkaufen. Hellraiser, sell, nix. Angela Death, sell, nix. Laser Rifle. Okay. Ja, ich habe nicht mehr ganz so viele Powerpacks. Noch was. Ich muss nochmal zurück in die Guardian Citadel. Wir haben da was vergessen. Komm schon, jetzt greifen mich hier die Ratten an. Ich glaube nämlich, dass ich im Inner Sanctum noch ein bisschen was zu tun habe. Ja, hier sind nämlich Türen. Die habe ich vollkommen übersehen. A high-ranking guardian points in your direction and his men drop into combat stances. Cardinal Chano, Brother Darren, Brother Harper und Brother Jude. Die sind mir ein bisschen zu weit weg. Aber sie treffen nicht. Und jetzt absorbieren sie den Damage. Sehr gut. Jetzt machen sie Damage. Gucken wir mal, ob wir sie treffen. Mit Autofire. Nee. Ja doch. Zwei sind schon mal tot. Thrasher muss laden, Hellraiser muss laden, Angela Death kann schießen, Snakeworkers muss laden, Zack und Covenant muss ebenfalls laden. Ah.
Master Daedalus und Adept Flora. Adept Nadine und Sister Phaedra. Ja, erstmal nur Burst. Gucken, was die können. Erstmal kampieren, damit die ein bisschen mehr Leben zurückbekommen. Oh, dauert das hier lang. Okay, soll's mal erstmal bleiben. Okay. The gray marble stairs lead from the outer sanctum. Ja, okay, nee. Das ist eine Wand, keine Tür. Okay. Ja, mal wieder eine verschlossene Tür. Soll aber kein Problem sein. Angela kann ja gut picklocken. Okay, hier ist keiner. The walls of this room are smooth, and upon them hang many fine works of art that you recognize from books about the past. All sorts of antiques and pieces of junk clutter this table. Ja, dann werden wir erstmal Skill Perception anwenden. In the clutter you find something that is very out of place in the southwest. It is an old sled with the words Rosebud on it. Ja, das hatten wir schon. Machen wir nochmal. Ah, who wants loot? Sack Pass B, den habe ich doch schon. Den brauche ich kein zweites Mal. Rope. Ha, ich brauche nie noch ein Rope. Nix, okay. Und drei Ropes, die brauche ich ebenfalls nicht. Was ist hier an den Wänden? Dasselbe Zeug. Was geht's? Nach rechts. The women's station in the hallway move to attack when you enter the hallway. Adept Terra, Sister Violet. Mistress Ginger, Mistress Zenobia. Hoffen wir mal, dass wir die treffen auf 92 Fuß. Ich werde es einmal probieren, aber... Zack. 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 Nein. Zack, zack. Ace. Okay, ich treffe sie sogar. Aber nur manche. So, Thresher. Hellraiser muss laden. Level 6, ja. Das wird immer besser hier. So. Das ist ein wichtiger Raum. Wheeze und Adept Dale.
meine Skill-Level sind so hoch, dass ich dermaßen gut treffe. Hier haben wir nämlich einen Helikopter. Den können wir nachher benutzen. Aber dann müssen wir erstmal lernen, wie wir ihn benutzen. Das machen wir nachher im Helikopter-Simulator. The rough volcanic stone is a deep blue gray, the color of nasty bruise. This is for a forbidding place. So, was haben wir hier? Use Snake Vargas Skill, zack, zack. You see nothing special. Ich weiß doch, dass hier was ist. Sonst würden hier doch nicht diese ganzen Glühwürmchen sein. Ah, nein, nicht Perception. Nicht Swim, Perception, so. Ach Gott, wer kann Electronics? Oder, nee, das ist... Ich glaube, das ist der... Ich muss den... Ich weiß, was das ist. Das ist der Toaster Repair, die Workbench. Und ich glaube, Snake Vargas... Nee, Ace hat den Skill. Toaster Repair. This is a workbench that looks perfect for fixing all sorts of broken appliances like toasters. So. Use. Ace. Item. Broken toaster. Zack. Ace obey. Hast du... Item. Broken toaster. Zack. Nothing happens. Ja, dann eben am selben Platz. Item. Broken. Zack. It looks like there's something stuck inside that toaster. Use Ace Skill Toaster Repair, zack. Ah, Ace Skill Toaster Repair, so. Ach, wollt ihr wohl? Ja, endlich. Who wants loot? Thrasher Plasma Kuppler, Fruits Toaster und Visa Cards. Schön, das ist alles ziemlich unwichtig. Okay, ja, dann nehmen wir alles mit. Okay, den nächsten Toaster. Use, Ace, Item, Broken Toaster, zack. Use, Ace, Skill, Toaster Repair, zack. Ace, it. Use, Ace. Warum willst du, warum die, warum? Ich will doch bloß... Hellraiser, Nova Key, der ist wichtig. Toaster und Power Packs. So, wer hat noch einen Broken Toaster? Ich weiß, dass ich noch einen habe. Du hast einen Toaster. Kannst du eigentlich use Thrasher Item Toaster, zack. Ich glaube, ich kann den Toaster nicht benutzen. Also den nicht kaputten Toaster. Nee, geht nicht. Okay, wer hat noch einen Broken Toaster? Schauen wir mal. Ich weiß, dass ich noch einen habe. Ja, der gute Hellraiser hat noch einen. Use Hellraiser, Item, Broken Toaster, zack. Und jetzt wieder, zack, Ace, Skill, Toaster Repair, bam. Pulsar Key, noch ein Toaster. Sledgehammer, Power Packs. Okay, ich glaube, das war's mit den Broken Toastern. Ich glaube, es gibt noch einen vierten. Ich weiß bloß nicht, wo ich den finde. Ja, okay. Gut. Raus hier. Und erstmal verkaufen. Oh, gibt's da oben vielleicht Powerpacks? Nee, der hat einen Laser Carbine. Aber die kann ich genauso gut gebrauchen. Und zwar für Metal Maniac.
So, wir gehen jetzt erstmal hier hin und den ganzen Quatsch verkaufen. Fruit. Sledgehammer. Laser Rifle. Okay, ich habe aber noch mehr Zeug, das ich nicht mehr brauche. Sack Passes. Ein Toaster. Ich gehe mal nach Highpool. Was wir übrigens auch mal machen könnten zum Spaß, aber vielleicht machen wir das erst, wenn wir die Kampagne durch haben, nochmal in die Mine zu gehen. Und die komplett auszunehmen. Gucken, ob ich hier in Highpool noch ein bisschen was... Ach, hör doch auf zu jammern. Ne. Auch hier kann ich die Toaster nicht verkaufen. Aber was kann man denn dann mit den Toastern überhaupt machen? Mit den reparierten Toastern? Gar nichts, oder was? Okay, sei es drum, wir gehen nach... Wir gehen nach Darwin. Oh, erstmal vorher ein bisschen wieder erholen. Ich sehe gerade, dass nicht meine Leute sind nicht ganz so fit alle. Warte, wir wollten... Was wollte ich tun? Ja, in die Sleeper Base, nicht nach Darwin. Ich möchte die... den Helikopter-Simulator benutzen. Hoffentlich ist der hier. Nee, hier ist die Cloning-Maschine. So, wer hat jetzt das ROM-Board? Irgendeiner hat ein ROM-Board. Hier. Use 2 Item Rumboard. The door has no handle or sign on it, just a narrow slot on the right side. So, jetzt haben wir. Wer hat den Sack Pass B? Normalerweise sollte den Thresher haben, ja. Use Thresher Item. Sack Pass. Nein, Sack Pass B. The door defies your best efforts to open it. Welcher denn dann? Sack Pass 1? Nö. Sack Pass 3? Nö. Sack Pass A? Ja.
Okay. Chopper Simulation Port. Ich glaube, da kann auch nur einer rein. Erstmal werden wir kurz eine Speicherung machen. So. The door snaps shut before you can step in. The port is only big enough for one person at a time. Okay, wen wollen wir denn da reinschicken? Welcher von meinen Leuten? Ich glaube, da braucht man einen hohen IQ dafür. Nehmen wir mal. Puh, ich habe jede Menge Leute mit hohem IQ. Machen wir mal Hellraiser. B, Hellraiser, zack. Chopper Simulation Module. Who wants to enter? Hellraiser. Hellraiser, Skill Points, Helicopter Pilot. Ja. Zack. Hellraiser ist zum Helikopter-Pilot geworden. Zack. Raus hier. Und wieder rein. So. Jetzt haben wir jemanden, der den Helikopter benutzen kann. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Und wir werden dann Base Cochise besuchen. Der Ort, der ganz oben links in der Ecke ist. Da könnten wir jetzt auch sozusagen zu Fuß hingehen, aber das machen wir im Helikopter. So, die Keys, die brauchen wir alle in Base Cochise. Okay, dann geht's jetzt zurück zu... zur Citadel. Und dort werden wir den Helikopter benutzen. Ich will nicht nach Quartz. Nein. Ich bin ungeduldig. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Nö. So, aber bevor wir den Helikopter benutzen, müssen wir hier erstmal durch diesen Zaun durch. The chain link fence extends up to where the hinged roof hatch hangs like an iron umbrella above the... Bla, 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 bla. Mal gucken, ob wir da mit ganz simpel mit Strength durchkommen. Metal Maniac Attribute Strength. The fence is still blocking your way. Metal Maniac. Ach. Wir nehmen ein neues Makro auf. Use Metal Maniac Attribute Strength nach rechts. Zack, das war's. Und los. Ich kann natürlich auch den Zaun einfach wegsprengen. Aber ich hoffe mal, dass ich es auch mit Strength schaffe. Ich schaffe es. Sehr gut. So, das ist der gute Helikopter. Mit dem werden wir jetzt gleich losfliegen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Zuschauen bei Wasteland Remastered. Wir sind nicht mehr weit vom Finale entfernt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.